YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal mit dabei habe ich mal wieder was aus dem Taschenverlag und den meisten Leuten dürfte ja der Taschenverlag durch seine riesigen Bücher ein Begriff sein. Der Taschenverlag hatte so eine Tendenz dazu, riesige Hardcover auf den Markt zu werfen und da sind mir gerade die Sachen von DC Comics extrem ins Auge gestochen, beziehungsweise dieses Buch von DC Comics, was ich auch schon vor einiger Zeit hier auf dem Kanal vorgestellt habe. Parallel gab es das gleiche auch noch zu Marvel Comics, einem so einem riesigen Buch und jetzt wird das Ganze nochmal neu aufgelegt, wo man jetzt in verschiedenen Comics-Alter nochmal alles aufgeteilt bekommt. Bis jetzt ist erst das Golden Age, das Silver Age der Comics erschienen bei Marvel, was bis 1960 circa geht oder 68 war es, glaube ich, und ich freue mich da auch schon, wenn da demnächst endlich mal der zweite Band so rauskommt. Aber abgesehen von diesen riesigen Publikationen aus dem Taschenverlag gibt es dann parallel auch immer die kleinen Bücher. Sie haben zu diesem DC-Buch auch nochmal ein kleines Buch zu Batman, Wonder Woman und zu Superman rausgebracht und zu dem Marvel-Buch kommen dann natürlich auch nochmal jetzt kleine Bücher raus. So hat der Taschenverlag jetzt ein Buch zu Spider-Man rausgebracht, dann noch eins zu den Avengers, dann noch eins zu dem Fantastic Four und zum Final noch für Captain America. Genauso wie in dem großen Buch wird hier eigentlich alles abgerissen, was so in verschiedenen Jahrzehnten passiert ist. Bloß nicht wie in den größten Büchern halt so ein Charakter auf einmal, sondern dass sich halt auf jeder Charakter einzeln konzentriert wird. Und dabei geht man nicht einfach nur hin und klatscht irgendwie lieblos irgendwelche zusammenhangslosen Panels und Cover da herein, sondern man geht tatsächlich Schritt für Schritt die komplette Geschichte der einzelnen Charaktere durch. Das fängt schon an mit einem sehr gut geschriebenen Vorwort, wo man schon so ein bisschen eingeleitet wird, warum die Figur erfunden wurde, wann die Figur erfunden wurde und von wem sie erfunden wurde und was für eine Bedeutung sie in der Popkultur und allgemein für Comicfans und Leser gleichermaßen jeden Alters ist. Man kriegt einfach ein tierisch schönes Bild darüber, was mit der einzelnen Figuren in den verschiedenen Jahrzehnten abgegangen ist. Natürlich gibt es dann halt, wie gesagt, nicht zu jeder Marvel-Figur was, sondern nur zu diesen Firmenfiguren. Allerdings ist es schon mal ein ganzes Buch mehr als bei DC Comics, da waren es leider nur drei Bücher gewesen. Und ich finde auch die Auswahl, die getroffen wurde, sehr, sehr schön, weil das halt die wichtigsten Marvel-Figuren oder beziehungsweise das wichtigste Heldenteam mittlerweile für den Marvel-Verlag ist. War nicht immer so gewesen, dass die Avengers das wichtigste Marvel-Team beziehungsweise Heldenteam im Marvel-Verlag sind. Mittlerweile sind sie es aber. Und auch gerade das Avengers-Buch hat für mich von diesen vier Büchern am meisten hervorgestochen. Nicht, weil die Avengers meine lieblichste Heldengruppierung sind, weil an sich von den ganzen Büchern, die rausgekommen sind, habe ich mich am meisten auf das Captain America-Buch gefreut. Für mich hat am meisten abgeholt bei dem Marvel-Buch, dass ich halt tatsächlich recht viel davon gelesen habe, was hier drin abgerissen wird. Und auch, dass das moderne Zeitalter hier ein bisschen mehr Platz bekommen hat, als es beispielsweise beim Captain America Buch der Fall gewesen war, wo ich behaupten würde, dass er so das letzte Achtel ein bisschen moderne Zeit abgerissen hat, wohingegen hier wirklich viel abgerissen wird, sei es irgendwie Fear Itself, Civil War und. Wobei das Civil War auch bei dem Captain America Buch abgerissen wird. An sich gehen die ganzen Bücher hier bis ins Marvel Now Zeitalter, beziehungsweise von der Entstehung der Helden bis ins Marvel Now Zeitalter rein. Das müsste so circa 2015 in Deutschland gewesen sein. Also es wird jede Menge abgerissen, das Ganze für 11 Euro in den kleinen Büchern und definitiv eine Empfehlung wert. Auch wenn man schon die großen Bücher besitzt, wie ich in meinem Fall, bekommt man hier drin noch mal ein paar mehr Bilder geboten, die man in den großen Büchern nicht gesehen hat, zu den einzelnen Charaktere. Ich würde sagen, dass circa 60% schätzungsweise hiervon tatsächlich neu abgedruckte Bilder sind. Ein paar der Bilder doppeln sich auch innerhalb der Serie. Mir sind irgendwie so zwei, drei Seiten aufgefallen, die in allen vier Büchern vorgekommen sind, was allerdings verkraftbar war bei der Menge an Bildern und Input, den man einfach durch die Bücher bekommt. Sehr tolle Veröffentlichung. Ich feiere eigentlich eh alles ab, was der Taschenverlag im Superhelden-Genre auf den Markt gebracht hat bis jetzt. Und definitiv eine Kaufempfehlung, auch gerade für Superhelden Neulinge. Wenn man noch von keinem dieser Helden was gelesen hat und sich dieses Ding hier reinzieht, hat man definitiv einen guten Überblick, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Das habe ich mich ein bisschen wiederholt, ich lasse es aber trotz dessen so drin. Eine weitere Frage, die mir gestellt wurde, ob die Bücher diesmal auf Deutsch sind, da muss ich sagen, so jein. Das Vorwort ist auf Deutsch, Spanisch und Englisch, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, und die ganzen Begleittexte zu den einzelnen Panels sind komplett in Englisch gehalten oder das restliche Buch über. Allerdings ist das jetzt nicht so wild, weil es jetzt nicht so textlastig ist. Es geht auch tatsächlich mehr um die Bilder und die Bilder sprechen in dem Fall schon für sich. So viel zu dem Thema. Bitte ballert mir mal in die Kommentare rein, wenn ihr die Dinge auch schon in der Hand habt und wie sie euch gefallen haben. Und ansonsten sei gesagt, lasst einen Daumen nach oben, ein Abo da, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!